Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Montag, den 24.08.2020 und damit den ersten Tag nach dem Augustverfall? Unser DAX hat hier einen ordentlichen Matchball aufs Feld geschlagen bekommen zum Freitag und das wird ein spannender Montag. Trump hat jetzt über Nacht oder jetzt zum Sonntag noch angekündigt, 22 Uhr nochmal total den Durchbruch bezüglich Corona, Medikament, Heilmittel und so weiter, irgendwas zu posten, mitzuteilen, kundzutun. Da kann ich jetzt nicht so richtig sagen, was da kommt oder was da wie bewegt, könnte natürlich ein bisschen gappen dann, wenn er da so ein Brimborium drumherum macht, aber kann letztendlich auch passieren, dass gar nichts kommt. Also auf jeden Fall sehr spannende Situation im DAX, der kann ordentlich das Ding zurückpfeffern, nämlich auch, oder halt ja echt das Spiel einfach verlieren. Und das Spiel verlieren heißt, deutlich tiefer zu tauchen. Bevor wir hier drauf gehen. Und also wir können erstmal sagen, was wir gestern sehen wollten. Wir wollten gestern sehen oder haben gestern gesagt, dass dieser Anstieg sehr träge war. Der Anstieg sehr langsam war. Und dass wir eigentlich ja die Erwartungshaltung hatten, dass er von hier unten hoch zu 13.000 rennt. Dass er das nicht getan hat und dass er deswegen durchaus nochmal unten an die 57 gehen kann. Ja, hatten aber auch gesagt, dass man dann hier unten echt aufpassen muss, weil wenn er da tiefer geht, er sich bis 640 und darunter dann natürlich auch noch mehr Raum auftriggern kann. Ne, das jetzt erstmal soweit, das für die Freitagsanalyse. Was daraus geworden ist, haben Sie selber gesehen. So, und bevor wir jetzt besprechen, was jetzt hier kommt, ist es wichtig, dass Sie erstmal den Hintergrund dazu verstehen. Da ich nicht davon ausgehen kann, dass es alle wissen, würde ich mal ganz kurz hier ein kleines Kurzseminar mit einführen. Das ist eines der bekanntesten Muster. Da muss ich mir auch jetzt hier nichts. Das habe ich nicht mir. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Das ist mit das eines der populärsten Muster, die es in der Chartanalyse gibt. Steht in jedem Charttechnikbuch und so weiter. Deswegen können wir das hier einfach jetzt mit reinnehmen. Und das ist eine Schulterkopf-Schulterformation. Die Schulterkopf-Schulterformation besticht dadurch, dass sie quasi wie so eine kleine Krone aufbaut, ne, bei dem die Hochs ja, nicht weiter steigen, sondern ein Umbruch reinkommt. Ne? Ein Trend besteht ja dadurch, dass er immer steigende Hochs hat und steigende Tiefpunkte hat. In der SKS kommt da der erste Bruch hin und wir bekommen ein tieferes Hoch, was auf dem etwa gleichen Kursniveau wie vorher ist. Dann sagt man, das ist dann die linke Schulter, das ist die rechte Schulter, das ist der Kopf. So, das ist die Schulterkopf-Schulterformation. Was viele machen, ist schon in dem Punkt, Zeitpunkt hier oder in dem Zeitpunkt so eine Schulterkopf-Schulterformation zu traden und zwar nach hier unten. Das ist eigentlich nicht richtig. Also, so ist es nicht vorgesehen, weil zu dem Zeitpunkt hier, ja, wenn man immer so tradet, man, was genau macht? Man handelt eigentlich gegen den Trend, weil in 99% der anderen Fälle wird das dann eben nicht hier bloß so eine Spitze, sondern einfach wieder ein neues Hoch. Ne, dann denken Sie, da kommt hier eine Schulterkopfformation, traden hier runter, was macht der Markt, läuft weiter hoch. Ne, dann kommt hier wieder sowas, dann denken Sie wieder, ah, das wird ja jetzt hier wieder eine Schulterkopfformation, gehen jetzt hier vielleicht Short. Was macht der Markt? Macht einfach seinen Trend weiter. Steigt, steigt, steigt und Sie sind die ganze Zeit short dagegen, weil Sie denken, Sie traden eine Schulterkopf-Schulterformation. Deswegen macht man das so nicht. Man tradet eine Schulterkopf-Schulterformation tatsächlich dann, wenn die T-Folge auch kommt. Also wenn tiefere Tiefs ausgebildet werden und der Markt quasi ohne die sogenannte Nackenlinie fällt. Also ne, das, was zwischen Ihren Schultern und dem Kopf ist, ist es der Nacken. Das heißt, man zieht hier zwischen diesen zwei Tiefs in eine Nackenlinie. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz vielen geläufig und bekannt. Und Einstieg ist dann im Grunde mit Unterbieten der Nackenlinie. Hier kommt der Short-Einstieg oder man wartet eben den Pullback ab nach dem ersten Stoß, der meistens von unten, ne, nach so einem ersten Vorlauf nochmal an diese Nackenlinie von unten drankommt und dann kommt der Abflug. Ne, das ist Schulterkopf-Schulterformation Traden. Das heißt, das hier ist Einstiegspunkt für Short. Und ich sag mal, nach dem Abdrehen ist Einstiegspunkt für Short. Ne? Man sollte auch das Abdrehen hier abwarten, nicht blind da einfach reinflacken. So, das ist jetzt wichtig. Weil, gucken Sie jetzt mal bitte auf den Chart. So, Sie gucken jetzt mal auf den Chart und legen das mal hier gegenüber, was wir jetzt gerade hier gemalt haben. Vielleicht auch mal ohne den Channel hier. Und zwar, schauen Sie mal hier. Schulter, Kopf, Schulter. Ne, das ist das, das, das. Wir haben hier unten tief, wir haben hier unten tief. Das ist das, das ist das. So, dann ist der Markt an der Stelle hier drunter.
Ne? Das ist hier noch nicht drunter gewesen, das ist hier noch Zwischenrauschen auf der Ebene, aber hier sind wir drunter. Und wir sind ein ganzes Stück runtergegangen. Also wir sind schon deutlich tiefer gegangen, etwa, schon kann man sagen, auf das Niveau. Ne? Das hier ist die Nackenlinie bei 12.800 und der Markt ist auf die erste Unterstützung darunter gegangen. Das ist die 12.640 hier gewesen. Von dort kommt er jetzt hoch. Zieht jetzt hoch und steht jetzt wo? An der 12.800, also genau an der Nacktlinie. Und das ist wichtig jetzt. Das ist wichtig für den Montag, weil es unserem DAX nach unten raus eigentlich einen gewissen Freifahrtschein kriegt, wenn er jetzt unterhalb der Nackenlinie wieder wegdreht. So, und das wird eigentlich der absolute Knackpunkt. Das wird jetzt das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Analyse. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Nämlich entweder er macht es oder er macht es nicht. Es gibt nur die zwei Optionen. Aber wenn er die Nackenlinie ausspielt, ne, also wenn er diesen Pullback auch ausspielt, müsste man jetzt tatsächlich vom DAX abfordern, dass er A erstmal wieder runter zu dem Tief fällt. Ne? Das heißt, er wird hier wieder. Wird hier unten an die 700 gehen, wird dort vielleicht mal kurz nach oben zucken, er wird dann hier kurz nach oben zucken, dann wird er wieder weiterfallen, er wird dann nochmal kurz nach oben zucken und dann wird er durchgehen. So, und durchgehen heißt dann auch tiefere Tiefs ausbilden, weil das haben wir hier. Ne? Wir haben tiefere Hochs, wir haben tiefere Tiefs und wir reißen den Trend nach unten auf. Das heißt, es ist eine Abwärtstrendbeschleunigung, die vorliegt und damit auf der Unterseite eigentlich genügend Platz. So, setzen wir das noch kurz gerade. Dass das für alle hier auch nachvollziehbar ist. So, in die Richtung könnte das Montag, Dienstag jetzt hier aussehen. Ne, also, dass unser DAX hier wirklich mal einfach eine Etage baden geht. Auf der anderen Seite müsste man allerdings auch sagen, wenn er jetzt natürlich über diese Nackenlinie wieder drüber geht, na, und ich gebe ihm mal ein bisschen mehr Luft, gebe ihm vielleicht mal so eine 12.860. Wenn er über die Nackenlinie drüber geht und wieder hier reingeht, auch diesen Channel-Ausbruch kaputt macht, ich glaube, dann ist vertan halt, ne? Dann wird er hier hochlaufen, wird das Gap zumachen, wird die 39 bis 69 nochmal anlaufen, wird sich drüber hier wahrscheinlich so ein bisschen schrubbeln. So, vielleicht in die Richtung. Und dann ist aus, die Maus. Dann bricht er oben aus der Flagge raus und dann stehen wir oben an der 13.200, 13.300 innerhalb dieser Woche auch noch. Ja, also, das heißt, hier haben wir jetzt wirklich eine Art Richtungsentscheid. Ja, das ist eine wichtige Stelle für unseren DAX, an der er sich gut bewegen kann. Deswegen habe ich auch die Optionsscheine dahingehend angepasst, habe hier andere mit reingenommen. Und zwar für die Aufwärtsstrecken würde ich jetzt den K.O. einfach runtersetzen. Warum würde ich den runtersetzen? Wir hatten vorher die 12.400, ich gehe jetzt auf 12.250 runter. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass wir hier einfach mal noch ein offenes Gap haben. Bei 13.330, das heißt, in dem Moment, wo ihr hier runter geht, dann wird er hier einmal Stops holen. Ne? Und da ist die 12.400, die wir bisher hatten, halt vor dieser Unterstützung bei 3,70 und vor dieser Unterstützung am Gap Close bzw. der 2,70. Deswegen würde ich den K.O. jetzt hier drunter einfach suchen für den Optionsschein Long, also für den Long-Optionsschein. Und im Abwärtstrend oder in der Abwärtsbewegung würde ich jetzt auch runterrutschen, weil wir hatten bisher die 13.400. Da würde ich jetzt einfach ein bisschen ranziehen für die da einfach Short suchen, würde ich über diesem Hoch hier absichern. Ne? Deswegen gehen wir mit dem anderen Schein runter auf den K.O. von 3,20. Ne? Weil ich mir sage, okay, wenn die 3,20 jetzt fällt, die 300 hier fällt, dann geht er auch auf 400 halt. Ne? Dann geht er da durch. Ne? Dass da ein Doppeltop dann in dem Sinne entsteht, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher nicht favorisieren wollen. So, das heißt, hier jetzt die entsprechende Anpassung. Ich habe ja auch gesagt, dass wir das so ein bisschen testweise erstmal machen, ne? Weil es mir einfach nur darum geht. Das fragen immer so viele Leute nach diesem Schein. Ich selber handle das nicht so gerne halt. Also ich handle die auch nicht hauptsächlich, ne, die CFD oder dann eben in Futures. Und es gibt aber trotzdem viele im Bereich, die einfach K.O.-Scheine handeln und die dann immer wieder fragen, hey Mensch, mit was kann ich denn jetzt handeln? Welchen würdest du empfehlen? Wie und was? Und da haben wir gesagt, okay, wir probieren das einfach mal 2 Wochen. Wir hatten jetzt 2 Wochen Scheine von der City drinne. Ich bin jetzt hier mal auf einen anderen Emittenten umgestiegen, habe mal die Société Générale genommen. Das war eine von denen, wo viele gesagt haben, oh, bitte nicht City-Scheine, ich handle die nicht so gerne, nimm doch die oder nimm doch die. Und da war das eben viel mit dabei. Ist noch ein anderer mit dabei, den würde ich dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche nochmal reinnehmen. Einfach um so ein bisschen, ich sammle hier einfach immer noch Feedback, ne? Wo ich dann sagen kann, okay, damit sind die meisten zufrieden, das geht so in die Richtung von dem, was die meisten haben wollen.
Und es war bisher mehr positives als negatives Feedback. Falls Sie sich noch gar nicht geäußert haben, da aber noch einen Bedarf haben, was zu äußern, gerne her damit. Also, ne, ich mache das nicht für mich. Ich habe da nichts von, wenn das Ding ja drin steht halt. Ne? Es ist für mich, sind das 5 Minuten mehr Arbeit pro Tag. Ich glaube aber, dass ich damit bestimmt gut, ich sag mal, 100, 200, 300 Leuten 10 Minuten Sucherei am Tag erspare. Und dann bin ich auch gerne bereit, diese 5 Minuten da eben mehr mit in die Analyse reinzuschicken. Aber schön wäre es halt, wenn es dann auch, ja, ich sag mal, ihren Bedarf oder das trifft, was sie halt da suchen brauchen. Ne? Also, gut, okay. Damit haben wir das durch, damit haben wir das durch, Analyse haben wir gemacht, das haben wir, darüber haben wir gesprochen, Tageschart. Eine Sache müssen wir noch sagen, die wirklich für Long spricht, also die wirklich dafür spricht, dass wir vielleicht sogar einen Aufwärtsgap geben und durchgehen, und das ist der Dow Jones. Und ich meine, hier muss man auch dran denken, der hat auch Verfall gehabt am Freitag, die letzten Handelsstunden, ne? Also es ist 21, 22 Uhr, ist ja, das ist nicht wie bei uns, wo das schon 13 Uhr ist. Bei den Amerikanern ist ja in den letzten Handelsstunden. Und dort war hier eben der quasi auch der kleine Verfall und der ist dann halt 21, 22 Uhr hier in Abrechnungs in den Schlussstunden in Amerika. Das heißt, es kann durchaus noch eine verfallstagsgetriebene Bewegung sein, aber Sie sehen hier was ganz Markantes halt, ne? Der hat eine brutale Aufwärtsbewegung, oder ne, was ist eine brutale Aufwärtsbewegung, ist übertrieben, aber eine saustarke Aufwärtsbewegung gemacht und nur eine Flagge zur Seite geschoben. Das heißt, hier müsste man jetzt eigentlich rangehen und sagen, hey, das ist doch hier jetzt, das ist doch ganz markant, das ist doch eine richtig schöne Flagge. Und die löst nach oben auf. Das heißt, wenn es den Dow Jones jetzt weiter oben rausträgt, dann hat er jetzt hier Kurspotenziale, die halt hier in die Richtung reingehen halt. Ne? Und ja, sind wir ehrlich, ne? Also, wenn unser DAX jetzt unten rausgeht und dann kommen die Amerikaner rein und schieben den Dow hier oben weiter raus, also da wird der DAX auch nicht lange fallen können und nicht weit. Und die haben den auch zum Abend schon weit hochgezogen. Das war eben, weil die Amerikaner alle dann neue Hochs gesetzt haben, weil die richtig, richtig rausgezerrt wurden, ist unser DAX auch ein bisschen dabei. Ich bin immer nicht so der Freund zu sagen, weil der Amerikaner machen muss, der DAX irgendwas machen, weil ganz oft ist es viel öfter eigentlich nicht so, ne, dass der DAX trotzdem sein eigenes Leben hat. Und man sieht ganz, ganz, ganz markant, dass eben der DAX eben nicht das gemacht hat, was die Amerikaner gemacht haben und auch nicht hinterhergezogen wurde, weil dem, was die Amerikaner gemacht haben, sonst würde der DAX nämlich hier oben stehen. Steht aber nicht. Ne? Der ist sehr flach nur in der Bewegung hochgekommen von dem, was auch runtergetreten wurde. Und das haben wir schon am Vortag gehabt. Und haben wir auch gesagt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er nochmal tiefer muss. Ne? Deswegen DAX da vielleicht wirklich ein bisschen losgelöst betrachten. Kann durchaus sein, dass es den jetzt nach unten zieht, aber die Amerikaner sollte man im Blick behalten, wie die jetzt mit dieser Flagge, mit diesem Ausbruch, mit diesem Verfallsabrechnungshochgezerre umgehen. Entpuppt sich das jetzt als Fehlsignal und die legen den jetzt wieder unter die 27.500? Ne, dann wäre das hier oben Fehlausbruch, dann geht er auch tiefer, dann geht er bestimmt nochmal hier, weiß nicht. Also eher in die Richtung hier nochmal, ne? Dass dann nochmal hier so diese Value Area hier quasi auch anläuft, so um die 26.400 vielleicht rum. Aber dafür muss es halt einen Konter geben. Und kommt der aber nicht, sind die Amerikaner hier stark. Das wird unserem DAX halt einfach, der wird dann nicht richtig runter eskalieren können. Na, und da sollte man vielleicht ein bisschen drauf gucken und deswegen auch den DAX oben, die obere Variante nicht ganz außer Acht lassen halt, ne? Das heißt natürlich auch, wenn man hier irgendwo Short gesucht hat und der DAX macht da nicht mehr mit und der DAX bestätigt das einfach nicht mehr, ne? Diese Trendbeschleunigung, die hier angefangen hat, dann muss man sich irgendwann davon auch trennen, ne? Dann besser hier davon trennen, als hier oben davon trennen. Na? Und deswegen einfach nochmal da ein bisschen diesen Weitblick auch, marktübergreifend. Dass wir das einfach mitgesehen haben. Ja, okay, dann würde ich jetzt an der Stelle hier zumachen. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nö, wir sind wirklich durch alles durch. Sie haben, das würde ich jetzt hier eher favorisieren, ne? Aber dafür muss er auch mitspielen, dafür muss er nach unten gehen. Und da muss man auch ein bisschen Daumen drücken, dass Trump jetzt hier nicht natürlich den weltbesten Impfstoff freigibt und das am besten noch für alle Amerikaner und keine Ahnung. Ne? Gut, Freunde. Also, guten Wochenstart, viel Erfolg am Montag. Ich drücke euch die Daumen, schlachtet den DAX schön aus und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.